Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute werden wir das machen, was ich in der gestrigen Folge spontan mir überlegt habe. Nämlich werden wir ein Muscle Car driften. Und ich habe mich so ein bisschen umgeguckt, hey, was wäre denn so eine coole Sache? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, komm, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kann es nur einer sein, der Dodge Charger RT aus dem Jahre 1969. Ich habe überlegt, den Daytona zu nehmen eventuell. Aber ich denke, den bauen wir irgendwann zum Offroader um. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn wir jetzt was mit dem Charger machen, dann den RT zum Drifter eben. Wir sind nämlich noch nie ein Muscle Car gedriftet, soweit ich mich erinnere. Dementsprechend, ja, wird das Ganze heute jetzt einfach mal passieren. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir können beim Standardmotor bleiben. Ich glaube es aber nicht, ehrlicherweise. Er kriegt einen Kompressor. Nein, er kriegt kein Turbo, er kriegt einen Kompressor. Dabei bleiben wir aber ganz natürlich. Was haben wir denn überhaupt an Motorswaps? Wir haben klar LS. Diesel, F450, Viper, Hellcat. Okay, also damit haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, oder wenn ich halt komplett übertreiben will, geht auch das hier. Wahrscheinlich der einzige Kontext, in dem dieser Motor funktioniert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aerodynamik brauchen wir jetzt mal nicht, würde ich sagen. Aber du kriegst einen Blower. Komm, einfach bei, warum nicht? Driftreifen, selbstverständlich. Dann 275er an der Front, weil ich glaube, hinten kriegen wir E325er. Easy drauf, jawohl. Das passt gut. Felgen gucken wir dann, wenn wir ein Design haben. Wobei ich eh schon, glaube ich, weiß, wie der Wagen aussehen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Wait. Wir haben keinen... Wir haben kein Viergang-Driftgetriebe. Okay, da muss ich das Normale nehmen und einfach das Ganze auf vier Gänge einstellen. Das kriege ich hoffentlich hin. Ja doch, kriege ich easy hin. Kein Problem. Da weiß ich ganz genau, wie wir das sehr effizient machen können. So, Bremsen und so müssen wir auf jeden Fall reinholen. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir von der Power her mit dem Standardmotor hinkommen. Vom Drehmoment ja, aber nicht von der allgemeinen Leistung. Auf 1,4 Tonnen runter, das ist gar nicht so viel. Ja, aber ich glaube, wenn ich mir das hier anschaue... Oh, bye! Klappt's mit dem Hemi vielleicht doch? Nicht so ganz, ne? Also Drehmoment ja. Aber Power nicht. Power kommen wir nicht auf die 1000 hoch. Schade. Weil ich hätte schon gern die 1000 easy da stehen. Dann probieren wir es mal kurz mit dem Hellcat-Motor. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Von der Power dürfte da ja dann die 1000 easy drin sein, oder? Relativ geschmeidig. Ja, aber auch nicht so crazy, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, wir kommen mit der Hellcat locker auf 1200. Aber nicht so ganz. Ja, klingt so jetzt aber auch ein bisschen weird. Komm, weißt du was? Drauf geschissen. ...1500. Weil, warum nicht? Das ist das erste und potenziell das einzige Mal, dass ich diesen Motor verbauen werde. Ich denke auch, by the way, in der nächsten Drift-Folge, wenn ich mal einen Muscle Car Drifter umbaue, werden wir vielleicht auch ein bisschen weniger Leistung gehen. Einfach, weil es interessant dann auch vielleicht zu sehen ist, wie das vom allgemeinen Driften her funktioniert, wenn man mehr Drehmoment hat als Leistung. Aber, also deutlich mehr Drehmoment als Leistung. Aber ich würde jetzt schon erstmal gerne den Wagen so aufbauen, wie ich das halt auch mit dem Skyline gemacht habe. Er hat sehr viele geile Farben. Aber ich denke, ihr wisst, was passieren wird mit diesem Auto. Und zwar halbglänzend schwarz. Weil es einfach geil aussieht. Ich denke mal, so werden wir ihn fahren. Wir gehen trotzdem durch die Designs durch. Ach ja. Okay. Ich habe so viele Designs drauf. Okay. Dann muss ich mal kurz hier rüber, damit hier nichts gespoilert wird. Und das ein oder andere Design jetzt potenziell mal löschen, was wir nicht mehr benötigen. Beziehungsweise ein Design reicht potenziell erstmal. Wenn ich hier was finde. Ja, guck mal, hier, das können wir
zum Beispiel mal löschen. Muss ich zensieren? Nee, guck mal, hier. Ha, man sieht gar nicht, was ich gemacht habe für Folge 400. Easy. Kein Problem. Dann kann ich jetzt trotzdem nochmal ein Design löschen und dann muss ich demnächst wirklich einfach mal durchgehen. Privat und einfach mal komplett ein paar Dinge runterhauen. So, warte mal, jetzt würde mich mal interessieren. Family, ja, natürlich. True, weil der Fast and Furious Charter hat ja vorne noch das Silber, weil das ja der 70er ist. Naja, Nee, ich würde aber sagen, das brauchen wir nicht. Ich finde den in komplett mattschwarz echt sogar fast böser. Also halbglänzend. Klar, wir könnten natürlich auch die da vom Königssekt drauf machen, vom Agera S. Was auch sehr böse aussieht, finde ich, aber nee, machen wir jetzt mal nicht. Er bleibt matt schwarz. Oder halbglänzend schwarz. Matt ist es ja nicht. Alright. Krass, also jetzt hat es wirklich knapp 2 Jahre gedauert, bis ich am Design damit dran bin. Aber da wird es einige geben, die ich aussortieren kann, definitiv. Es wird nur scheiße lange dauern, weil du wirst ja jedes Mal wieder nach vorne gesetzt. Felgen gibt es eigentlich für mich gerade nur eine Wahl tatsächlich, und zwar hier American Racing. Und da ist jetzt die Frage, welche genau... Vielleicht in der zweiten Kategorie dürfte es auch noch American Racing geben, oder? Yes. Aber gar nicht so geil tatsächlich. Hier dann eventuell. Keine ADV1. Wait, warte mal. Ah, hier sind sie. Dachte gerade schon, dass die gar nicht mehr gibt. Ne, weil ich glaube, die sind echt so die auf dem Charter meist am ehesten noch passen. Machen vielleicht direkt mal 17 Zoll Felgen draus, aber mal direkt ein bisschen größer hier. Sieht jetzt erstmal weird aus, weil du siehst halt diesen Charter und denkst dir, das ist ein Performance-Aufbau oder ein Drag-Aufbau. Und da liegt es so tief und hat diesen ewig langen Sturz, aber... Ey, es ist ein Drifter, ich darf auch mal den Charger so querhauen. Mit dem Design. Passt doch an sich ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte, wie gesagt, jetzt erstmal das Getriebe angehen. Und ich meine, wie das Ganze am einfachsten gehen dürfte, ist, wenn ich jetzt hier auf die 1,33 gehe. Mit Gang 5 und 6. Dann sind die ja exakt gleich lang. Können das Getriebe hier zum Takten länger stellen eventuell. Und dann dürfte das eigentlich passen für ein Driftgetriebe. Würde ich jetzt mal sagen. Genau, wenn ich zu 5 gehe, dann kommen wir auf exakt das Gleiche. Also das macht keinen Unterschied. Bisschen schade, dass wir das Driftgetriebe nicht haben. Bisschen weird auch tatsächlich. Bei Driftgetriebe hast du eigentlich bei fast allen Fahrzeugen, würde ich sagen. Oh lol, das war einfach fast instant ein Rekord mit dem Wagen. Holy shit. Okay. Faszinierend. Sehr, sehr faszinierend. Ich glaube sogar, der wird auch direkt die 1,3, 1,2 aber brauchen. Alright. Heck direkt mal einen kleinen Tacken härter, bremsen und Diff stellen wir auch mal direkt ein und dann dürfte das eigentlich sogar direkt passen hier. Darf ich sagen, ein kleines bisschen mehr sperren. So zwischen 90 und 100% ist beim Drifter eigentlich, wie ich jetzt festgestellt habe, immer gut. Ein Drift-Tap dazu. Okay, aber ich glaube, die andere Richtung ist besser, weil man da einfach ein bisschen schöner um die Kurve dann rumkommt. 41.200, komm, das wäre krass, wenn der Charger jetzt einfach direkt einen Rekord holen würde. Aber es fühlt sich irgendwie richtig an mit dem Wagen, sag ich, wie es ist. Das fühlt sich irgendwie sehr richtig an, was ich hier tue. Da, jawoll! Easy, 42.000 direkt hier.
So ein Ding ist das. Ja, probieren wir die hier mal. Da haben wir ja den Rekord mit der Formula Drift Silvia. 240 SX. Ja, gut, ist ja. Ist das eine Silvia? 240 SX? Könnte Silvia sein. Bin ich gerade nicht 100% drin, ehrlicherweise. Also der Charger wird auf jeden Fall in den schnellen Kurven mehr glänzen als das Skyline vom letzten Mal. Das kann man relativ direkt so sagen. Und bei den langsamen Kurven muss ich halt Winkel und Throttle Control sehr, sehr gut beherrschen. Was war denn der Rekord hier? 193 oder so? Okay, die werden wir nicht erreichen. Ja, bisschen weg. Oh, 189 war es, okay. Vielleicht in die andere Richtung? Mal schauen. Wir werden sehen. Ich muss ehrlich sagen, der Motor hört sich nicht so... Für einen 1500 PS Motor hört er sich gar nicht so brutal an. Ist noch sehr human vom Sound her definitiv. Oh Gott. Was mache ich denn hier? Holy shit, war das schlimm. Ich habe den Schwenker von den Kurven nicht einschätzen können. Ich habe den auf der Karte gesehen, aber wusste nicht genau, wann der wie kommt. Weil ich die Driftzone nicht halt auch super selten mache. Ich dachte, das war ja nicht ansatzweise was. So weit war ich lange nicht mehr von dem Rekord entfernt. Sieht halt so brutal aus in diesem Mattschwarz, ne? Also ja, halbglänzend. Wenn ich matt sage, denkt euch einfach halbglänzend. Ihr wisst, was gemeint ist. Das sieht so brutal einfach nur aus. Boah, okay, komplett antizyklisch gedriftet hier. Antizyklisch, auch gut. Ja, den Rekord werden wir definitiv nicht holen. Aua. Da habe ich Vorfahrt gehabt. Eindeutig. Was war hier der Rekord? 215.000. Mit was? War das mit dem 400? Yes. Okay. Dann werden wir hier schon mal einen ersten Indikator dafür haben, ob wir den Rekord auf der großen Driftzone holen können, theoretisch oder nicht. Das wird jetzt erstmal das erste Anzeichen dafür sein. Ich muss gerade wegen dem Horizon Arcade auf die Uhr kurz gucken. Aber habe noch eine Minute, um da durchzukommen. Die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt jeden Moment. Ja, ja. Das ist ja schön. Dankeschön. Ja, wie gesagt, gerade in diesen schnellen Kurven würde er sich sehr, sehr wohl fühlen. Also ich denke, in der Driftzone, in der langen, wird er oben und im mittleren Bereich gut punkten können. Unten vielleicht gar nicht so krass. Bei 215.000 war der Rekord? Oh, lol. Das war nicht Rekord geschlagen, das war Rekord terminiert. Das waren 8.000 Punkte jetzt, oder? Oha, okay, ja, doch. Was ist hier denn? Das sind langsamere Kurven, das würde mich jetzt wundern, wenn er da gut abschneidet. Mit dem Ultimaniac, 222, ja okay, 223.000 ungefähr. Also das würde mich hart wundern, wenn er hier auch noch gut abschneiden könnte. Aber wenn er es schafft, dann haben wir hier einen Rekordrunner am Start. Ziemlich sicher. Das wäre wild. Weißt du, letzte Folge sage ich noch, der Rekord vom Nissan wird ewig stehen. Oder nicht ewig, aber sehr, sehr lang auf jeden Fall. Eine Folge später kommt der Charger und sagt einfach, du nicht.
Ich glaube es aber nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, der Charger wird in den langsamen Kurven sehr, sehr viel verlieren. Und vor allem wird es auch schwierig sein, mit ihm einen guten Run hinzubekommen. Ja, ne, den hier holt er nicht. Ziemlich sicher. Die langsamen Kurven sind nicht so seins. Das ist interessant. Also man sieht an dem Wagen jetzt auch sehr, sehr gut, was ich meine mit die Fahrzeuge haben unterschiedliche Stärken und Schwächen beim Driften. Ja, Marc hat echt die längeren Kurven sehr viel mehr. Die langsamen, da verliert er. Jetzt sind wir nämlich 7000 hinter dem Rekord. Vielleicht habe ich mit dem Nissan Z auch damals einfach keinen guten Run in der Driftzone geschafft. Vielleicht bin ich da einfach nur einmal durchgefahren und habe gesagt, okay, reicht. Weil ist ein neuer Rekord. Kann sein. Kann sehr, sehr gut sein. Probier es nochmal in die Richtung hier. Vielleicht funktioniert es besser. Gott. Eieiei. Da hat er gar nichts gepasst. Da hat er mal absolut gar nichts gepasst. Hier, holy shit. Smooth. Wir werden jetzt trotzdem hier keine 70.000 Punkte mehr holen. Auf den letzten paar Metern, aber... Schön war er. Oh Leute, und doch sehr nah dran. Okay, warte mal. Dann möchte ich das nochmal probieren in die Richtung. Bei 3000 Punkte ist drin. Da, obwohl ich jetzt ja einmal so gethrowt habe. Gethrown, nicht gethrowt. Entschuldigung. Also ich glaube, der Rekord ist doch drin. Hier in der Driftzone. Das wäre halt wild, weil das ist wirklich so eine ganz, ganz andere Grundcharakteristik. Gott. Ja, ne, aber ich glaube, hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel gewollt und dementsprechend zu viel weggeworfen dann. Schwierig. Wenn die letzten Meter jetzt gut funktionieren, dann vielleicht. Ja, zu wenig Winkel. Boah, knapp. Komm, einer noch. Das habe ich jetzt auf den letzten Metern weggeschmissen. Come on. Den machen wir noch. Der Charger könnte sehr, sehr wild sein. Das könnte echt eine böse Waffe sein. Aber ich sage, wie gesagt, es wird sehr, sehr schwierig mit ihm werden. Einen cleanen Run einfach zu schaffen, das wird definitiv nicht einfach. Ich habe hier aus jetzt schon mal sehr viel weniger Punkte. Ich glaube nicht, dass es der Run wird. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall der letzte hier für den Versuch jetzt erstmal. Vielleicht mache ich den Charger irgendwann nochmal aus. Vielleicht machen wir im Stream irgendwann mal so eine Rekordjagd, aber eigentlich finde ich es auch sehr geil, wenn wir das Ganze im LP halten tatsächlich. Ja, schade, okay. Aber er könnte es schaffen auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten hier auch einen Rekordrunner haben, eventuell. Wir werden es am Bergaufdriften sehen, wie viele Punkte er erreicht. Wenn er da jetzt auch schon auf die 1.070.000, 80.000 hochschießt, dann ist da auf jeden Fall was machbar. Ich glaube aber echt, dass der Wagen gerade hier im Anfangsabstieg viele Probleme haben wird. Aber oben raus dafür sehr krass punktet. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gucken wir mal.
Deswegen der Backauf-Drift, also das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich drifte ja, oder ich sage ja im Regelfall, den Rekord hole ich immer backup. Das ist ja auch so. Backauf drifte ich halt trotzdem immer, um einfach abzuschätzen, wie viel könnte es denn wären mit dem Wagen. Mir lohnt es sich, bei ihm dran zu bleiben, ehrgeizig zu sein, Rekorde eventuell anzugreifen oder nicht. Deswegen mache ich ja den Backauf-Run. Und natürlich klar auch einfach, um ein bisschen schon mal reinzukommen in das Ganze, bevor es dann an den richtigen Run rangeht. So. Okay, ist aber glaube ich auch schon mal definitiv nicht schlecht hier unten raus. Pass auf, am Ende holt der Charter jetzt aber bergauf den Rekord. Das wäre wild. Ne, ich glaube nicht. So, aus der Kurve raus 400.000 zu haben, ist sehr, sehr gut. Und das erreicht er hier auch auf jeden Fall. Also, der könnte schon so 1.060.000 bergauf hinkriegen. Ziemlich sicher. Die Frage ist halt, wie viel er oben raus schafft. Vielleicht ist er dafür sogar zu schnell. Mal schauen. Alleine wie Kinder hier diese Kurven mitnehmen, ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, der hat gar nicht funktioniert. Eieiei, das hat viele Punkte gekostet auf jeden Fall. Das können schon so 7.000, 8.000 gewesen sein. Boah. Alles gut, haben gefangen. Uiuiui, okay, der war jetzt aber auch wild. Ne, ich hänge jetzt schon auf jeden Fall ein Stück hinterher, ziemlich sicher. Ich glaube, 700.000 hätte ich sehr viel früher haben sollen. Aber 800.000 hier ist, glaube ich, ganz gut. Ah, come on. Ich habe gerade richtig einen Blackout, was die Punkte angeht. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo wir hinkommen. Ne, okay, wir werden nicht ansatzweise 1.060.000 bergauf erreichen. Uff. Okay, habe ich mich. Entweder ich habe jetzt am Ende hart was weggeworfen nochmal. Oder ich habe mich einfach crazy verschätzt. Ja, bei 20.000 hält sich in Grenzen eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Okay, auf ein neues. Jetzt bergab. Vielleicht läuft es besser. Bergab kenne ich halt mehr Werte, dass ich weiß, wo ich wann stehen müsste. Von den Punkten. Deswegen kann ich es jetzt ein bisschen besser vielleicht schon mal präventiv abschätzen. Hier aus der Kurve raus 80.000. Jawohl, nicht schlecht. Gehe in der Kurve die 130 zu erreichen, ist sehr gut. Ah, können wir kurz vorm Exit hin, okay, nice. Okay, hier fehlt jetzt schon mal minimal was, aber nicht so dramatisch viel. Was können wir, wenn wir das richtig machen, hier auf jeden Fall gut wieder reinholen.
Ja, die 300.000 haben wir jetzt einiges früher als mit dem Skyline letztes Mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sag mal, ein bisschen mehr Gänge als einfach nur den vierten nutzen. Gerne auch mal einen dritten runter. Gerade für die etwas langsameren Kurven ist, denke ich, auch ein smarter Plan. Zumindest um die Drehzahl aufzubauen und ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu kriegen. Der wäre fast weg gewesen. Jawohl. Jetzt hier schön rum. Hier können wir mit dem Charter, glaube ich, einiges an Punkten holen. Ja, 600.000 hier ist sehr strong. Ich glaube, bergab sind wir jetzt immer noch auf den 1.080.000 Punkte Kurs. Ja, mal gucken. Kommt jetzt auf den unteren Abschnitt an. Wie viele Punkte er hier rausholt jetzt. Weil das schätze ich halt wirklich als den schlechtesten Abschnitt von ihm ab, ein. Oh Gott. Ja, okay, hier habe ich jetzt viel weggeworfen. Das war einiges, was ich weggeschossen habe hier. So, nach der Kurve sind nur noch so relativ 100.000 drin. Plus, minus ein bisschen. Okay, das heißt, wir sind immer noch on Kurs für die 70.000 zumindest. Was mit dem Throw, den wir hatten, echt nicht schlecht wäre. Na ja, okay, 71.000. Ich möchte es nochmal probieren. Weil mich interessieren würde, ob da doch nochmal mehr drin ist. Aber okay, dann war auf jeden Fall der... Die Driftzone in der Wüste einfach nur ein schlechter Run für den 400Z. Ich glaube, so kann man es ganz gut betiteln. Weil anders sehe ich jetzt nicht, wie wir den easy schlagen, aber gleichzeitig dann hier so strugglen, um auf ähnliche Punkte zu kommen. Okay, einer der Gründe ist, weil ich hier jetzt schon mal echt vergeigt habe, aber ich glaube, von den Punkten hat es gar nicht mal so viel ausgemacht. Ja, okay, schon ein bisschen. Probieren wir direkt nochmal, komm. Der Versuch wird's jetzt. Wie gesagt, ich glaube, ich muss auch ab und zu den dritten Gang einfach mehr verwenden. Ich glaube, auch das ist eine Sache, die mir nochmal ein paar Punkte bringen kann. Nicht die ganze Zeit im vierten zu sein. Holy shit, war der smooth. Halten, jawohl. Super schön. Okay, der obere Abschnitt war schon mal sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Zumindest halt bis dahin jetzt erstmal. Der obere Abschnitt ist ja für mich noch nicht vorbei. Das ist ja erst, wenn wir hier durch die Kurven durch sind. Okay, 300.000 wieder ein bisschen früher erreicht, aber nicht so dramatisch. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt einfach... ...ein
nicht großartig mehr was wegwerft, dann könnten das wirklich 80.000 eventuell sein. Weil der erste Abschnitt einfach schon sehr strong war. Ab hier beginnt für mich der mittlere Abschnitt. Von dem halt auch sehr viel abhängt. Und das waren jetzt leider wieder locker 6.000, 7.000 Punkte, die ich weggeschmissen habe. Also alles, was ich mir oben aufgebaut habe, einfach easy weg. Ah, super ärgerlich. Aber das Ding ist halt, um den Drifter zu halten, muss ich halt so weit rausgehen. Das ist das Problem. Ja, das hat sehr viel gekostet. Absolut. Oh ja, das hat sehr, sehr viel. 10.000 oder so. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Potenziell 15. Krass, dass ich in dem mittleren Abschnitt zu strugglen mit ihm, hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Kurven, da muss ich weit raus und... Manchmal ist es dann halt so irgendwie der halbe Meter zu weit, der mich dann die Punktemessung kostet. Das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, leider. Ja, dementsprechend wären das jetzt auch hier wieder nur 70.000. Wenn überhaupt. Auch wenn ich jetzt hier gerade sehr gut reinkomme. Also ich glaube, wir machen noch einen Run einfach aus Prinzip. Einfach um wirklich zu checken. Ja, guck mal, der war sogar noch schlechter, obwohl der oben so viel besser war. Ja, einfach um zu checken, ob wenn ich einen guten Run schaffen sollte, wie viel dann drin ist. Wenn der jetzt aber schief geht, dann ist das so. Also dann werde ich nicht noch einen probieren. Das ist wirklich der letzte. Außer er geht in den ersten zwei Kurven schief. Dann schalte ich vielleicht nochmal neu. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt auch mal kurz den dritten genutzt. Okay, nicht perfekt. Aber auf jeden Fall gut genug, würde ich sagen. Es ist halt hier oben wirklich die Linie, die ich einfach nicht hundertprozentig drin habe. Wo ich einfach nicht weiß, wann ich wo, wie einlenken sollte. Also hier oben habe ich echt, würde ich sagen, persönlich auch die größten Probleme. Vom rein fahrerischen her. Da hat der Wagen wenig mit zu tun. Ah, nicht schlecht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ah. Das gibt's doch nicht. Wie bin ich denn da jetzt so weit rausgekommen? Das ist keine der Kurven, wo man extenden muss. Ja, der ist jetzt auch wieder ziemlich für den Arsch. Ah, so bitter. Ich glaube halt sogar wirklich, mit einem perfekten Run ist das hier ein 1-1er. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man vielleicht nochmal die ein oder anderen kleinen Kniffe im Feintuning ändert, könnte das hier ein 1-1er sein. Wenn man halt beispielsweise Getriebe hier perfekt auf die Driftzone anpasst.
was wir hier jetzt, wie man sieht, nicht so ganz haben. Was ja aber auch nicht in der Sache ist. Ich will ja nicht, dass der Wagen nur in der Zone hier gut funktioniert. Das ist ja nicht Teil des Plans. Aber ja, dass er trotzdem sehr, sehr gut Punkte holt und wirklich, wie gesagt, auch definitiv Potenzial für die 1,1 Millionen hat. Ich glaube, das sieht man. Auch wenn ich den Ziel nochmal wegwerfe, ja, okay, das... Das ist es gewesen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, aber wie gesagt, Potenzial wäre da gewesen, auf jeden Fall. Da hätte man was mitmachen können. Schade. Na gut. Vielleicht packe ich ihn irgendwann nochmal aus. Vielleicht machen wir auch irgendwann einfach eine andere Folge mit dem Muscle Car, mit dem Daytona zum Beispiel und jagen da den Rekord nochmal. War auf jeden Fall interessant. Und auch ein... Ey, das sieht so böse aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber gut. Das ist mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über das Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!